So, unterwegs nach Manaka, dem Hulkünd. Da bringen wir ihnen jetzt das Indrikherz. Also Elder Scrolls Online versucht auf seinen letzten Drücker 5 Kilometer noch reinzuwirken. Und zwar in jeder Quest, die ich zu Fuß ablaufen muss. Weil keine Wegschreine in der Nähe sind. Das geht jetzt schon seit mindestens 2 Quests so. Also seit 3 Folgen laufe ich eigentlich nur noch, bin ich nur noch am Laufen in 70% der Folge. Der Rest ist alles andere. Oh Gott, wo ist denn der jetzt denn? 5 Milliarden. Wo befindet sich Manaka? Ach, da ist schon eine astronomische Einheit weiter. Dabidum, 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 dudum, dudum. Und ewig sind wir am Laufen. Mir fällt gerade ein, dass unser Charakter, den wir hier spielen, also Nimriel Shady Shade, nicht einmal was gegessen hat, glaube ich. Und sowas nennt sich Rollenspiel. Endlich seid ihr da und mit so einer kräftigen Duftnote. Entschuldigt, Tableau. Ich muss mit unserer gemeinsamen Bekanntschaft sprechen. Nun, das ist nicht ganz, was ich erwartet hatte. Eure Freundin ist eine merkwürdige Person. Sie kritzelte ständig, während wir redeten. Ich hatte keine Ahnung, dass sie mich als Modell will. Nun, sei es drum. Habt ihr das Herz? Ich habe einen Trickherz für euch gesammelt. Gut. Es scheint, als wärt ihr eine ebenso fähige Begleitung wie Streuner. Mir ist bewusst, dass unsere Abmachung damit erfüllt ist, aber es hat sich eine Komplikation ergeben, sodass ich von eurer weiteren Unterstützung profitieren könnte. Was für eine Komplikation? Tableau besteht auf Fertigstellung ihrer Skizze, doch das kann ein paar Stunden dauern. Ich möchte sie nach all dem Ärger, den sie durchgemacht hat, um mich zu finden, nur sehr ungern allein und schutzlos zurücklassen. Ich möchte daher euch bitten, das Herz für mich zu überbringen. Wohin muss ich dafür reisen? Das Gasthaus in Lillandrill. Oh. Der Name des Kontakts ist Valtarion. Überbringt das Herz lieber, bevor es anfängt zu verwesen. Wir wollen ja nicht sein kleines Festmahl ruinieren. Behaltet als Entschädigung meine Bezahlung. Ein gerechter Tausch nach all euren Mühen. Ja, das werde ich machen. Lillandrill ist direkt im Westen. Ihr solltet keinen Ärger haben. Manaka? Hatte ich nicht gesagt, ihr sollt sitzen bleiben? Die Skizze ist erst halb fertig. Ich... nun... ja, verzeiht bitte. Och, okay. Wisst ihr, vielleicht heuere ich Manaka als meinen Leibwächter an. Die Kunstwelt kann auf Sommers End sehr heimtückisch sein. Und man hört öfter davon, dass man sich in ihr auch der einen oder anderen Gefahr stellen muss. Ja, das klingt genau richtig. Och, das könnte ich mir sogar vorstellen, dass der Manaka das annehmen wird. Guck mal, wo wir jetzt hin müssen. Ist das nicht geil? Aber immerhin, Wegschrein in der Nähe. Ich muss nicht so weit laufen. Das ist mal geil. Das ist doch mal eine Abwechslung. Oh, an den Bären möchte ich trotzdem vorbeilaufen da hinten. Immerhin, ich muss keine 5 Kilometer laufen. Und vielleicht können wir... ne, ist noch nicht das Ende. Ich muss noch nach... wie hieß die Welt noch? Ich hätte mehr von euch erwartet, selbst wenn ihr nur eine Novi... Arteum. Klar, Moment. Falscher Wegschrein.
Nee. Ist doch der richtige. Oho. Hm. Na egal. Irgendwer hat mich angesprochen. Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich bin ich auch nicht gemeint. So, dann wollen wir den Typen das verwesende Herz geben, damit er es essen kann. Bleh. Wer könnte den Indriger jetzt verspeisen? Argonia? Oder ein Bosmer? Ein Ork theoretisch auch, aber ich sag mal, ich rate ein Bosmer. Ich traue Bosmer das eher zu, dass sie Herzen verspeisen. Wie grauenhaft eklig das klingt, aber ich, mein Charakter hier, würde niemals ein Herz verspeisen. Lieber ein Schenkel oder sowas. Trassische Pest, aha. Wo soll ich hin? Da. Ein Ort? Sieht so ein bisschen aus wie die von der Hauptquest, dessen Namen ich vergessen habe. Scheiße, das ist ein Altmer. Wer zum Vergessen seid ihr? Ich habe doch ausdrücklich den Verwalter dieses Hauses angewiesen, dass ich unter keinen Umständen gestört werden möchte. Manaka hat mich zu euch geschickt, damit ich euch dieses Herz bringe. Sprechen wir nicht so laut, ja? Der Hulkind versagt also einmal mehr. Das war ja zu erwarten. Da ihr meine Sendung gebracht habt, nehme ich an, ihr wollt auch die Belohnung. Nehmt sie und schafft euch fort. Ich bin erstaunt, dass der Hulkind sich weigerte, die Aufgabe selbst abzuschließen. Ich bin mir sicher, dass ehrliche Arbeit nicht leicht zu bekommen ist für jemanden von seinem Stand. Wollt ihr wirklich ein Indrikherz verspeisen? Ihr habt doch unmöglich ein Gespür für die aufwendige Zubereitung, den rituellen Verzehr und den feinen Geschmack eines Indrikherzens. Es ist eine Delikatesse, die nur den erfahrensten Feinschmeckern mundet. Allein schon die Frage verrät, dass ihr ungeeignet für derlei Genüsse seid. Oh, nun gut. Nur damit ihr es wisst, Manaka konnte das Herz aufgrund anderer Verpflichtungen nicht überbringen. Etwas Wichtigeres als seine Verpflichtung mir gegenüber? Hulkind haben keinen Sinn für Ehre. Es liegt wohl daran, dass sie ohne Familie aufwachsen, wisst ihr? Deshalb vertraut ihnen auch niemand. Was hat denn eine Familie damit zu tun, wem man vertrauen kann? Natürlich kann ein Ephem wie ihr das nicht nachvollziehen. Eine Familie hat nun einmal Erwartungen. Hier auf Summer's End tun wir alles für das Wohl unserer Familie. Wer nicht einmal das hat, um sein Leben daran auszurichten, der hat auch keine Hoffnung. Gut, dann scher dich zum Teufel. Wo ist denn der Ausgang? Ich muss hier weg. Ich will nie wieder was von dem Typen hören. Gut. Quest erledigt. Damit sind wir 99% fertig. Jo, dann auf nach Arateum. Oder Arteum, glaube ich, heißt das. Nun. Gewölbe von Moavita. Reliktmeister Glenadier vom Psychic-Orden hat mich mit der Wiederbeschaffung von Relikten betraut, die aus dem Gewölbe von Moavita gestohlen wurden. Ein Mitglied des hat mich gebeten, mit Reliktmeister Glenadier über fehlende Relikte zu sprechen. Ich finde ihn im alten Psychic-Kolleg auf Arteum. Was, der zweite Teil beginnt vor einem Herrenhaus vor Alinor? Moment! Vor einem Herrenhaus vor Alinor. Da gibt's noch ein... Okay, Moment, stopp. Bevor wir das machen... Helft ihr einer armen Seele? Ne, kann ich leider nicht. Kann ich nicht ansprechen. Gut, dann gehe ich doch nochmal nach Alinor zurück. Diese Streckung wurde Ihnen präsentiert von Zuschauer.
vor Alinor, ne? Was mache ich? Ich gehe in Alinor rein. Boah, krass, coole Farbe. Wie geht denn das? Achso, Vampir. Aber coole Farben hier vom Aussehen. Herrenhaus vor Alinor. Hier sind so viele. Hier sind so viele Quests. Hast du auch einen genauen Ort? Ist es wirklich vor Alinor draußen? Weil das wäre gut zu wissen, dann weiß ich nämlich, wo ich hingehen muss. Wenn du aus Alinor rausläufst, auf der rechten Seite. Oh Gott, was mache ich denn hier? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hallo, seid gegrüßt, meine Freundin. Wie habe ich das denn überlebt? Entschuldigt, Chizori, aber... Kennt diese euch? Das ist ja geil. Ich bin runtergefallen, ohne Sturzschaden zu nehmen. So, ich bin aus Alinor raus, rechte Seite. Hier ist kein Herrenhaus. Da unten? Über Stufen und Aua. Das ist auch kein Herrenhaus. Das ist ein Zelt. Für den Ruhm. Begonnen. Probiere Schlachtfeld. Nein, will ich nicht. Nö, 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 nö. Nein. Nein. Nicht Schlachtfelder. Nein. Machen wir nicht. Wir machen keine PvP. Das ist, glaube ich, PvP, meine ich. Mach keine Schlachtfelder. Könnt ihr vergessen. Das Herrenhaus vielleicht. Falscher Ausgang. Möp. Access denied. Das könnte auch vom Sprecher kommen. Falscher Ausgang entdeckt. Bogen ist mir gerade vom Gesicht geflogen. Okay, hier ist das Herrenhaus. Gut, da kann eine Quest drin sein, das stimmt. Die würde ich dann vielleicht von außen nicht sehen. Dann gehen wir da doch mal gucken. Wo ist denn der Eingang dazu? Ach, da hinten. Ja, so weit entfernt. Ich gehe ja auch den Weg meistens entlang, ne? Das sieht man nämlich gar nicht. Gut. Diese verflixten Wachen. Ah. Vielleicht gibt es ein Fenster. Da ist er wieder. Nein, das... Und so begegnen wir uns also wieder. Cool. Es ist immer nett und selten, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ich fürchte, ich habe im Augenblick keine Zeit zum Plaudern. Ich versuche, auf dieses Weingut zu gelangen, doch die Wachen wollen mich nicht hineinlassen. Trotz meiner Einladung. Und wofür ist die Einladung? Tableau hat das Haus der Träumereien verlassen und gibt heute ihr Debüt als Künstlerin. Ich habe eine Einladung erhalten, aber ich vermute, ihre Gönnerin hat Wind von meinem Erscheinen bekommen. Lilaveen scheint mich nicht so recht als Bekanntschaft zu akzeptieren. Wie kann ich helfen? In Wahrheit will ich nur dabei sein, um nach Tableau zu sehen. Ihre Einladung kam mit einer Notiz, in der sie grob gewisse Bedenken bezüglich ihrer Sicherheit umreißt. Könntet ihr vielleicht da reingehen und nach ihr sehen? Euch vergewissern, dass alles in Ordnung ist? Das würde mir wirklich viel bedeuten. Ja, ich schaue für euch nach Tableau. Lilaveen sollte in der Lage sein, euch zu sagen, wo ihr Tableau finden könnt. Haltet einfach Ausschau nach einer von der adligen Sorte, die aussieht, als hätte sie einen Stock im Arsch. Nun, einen noch längeren als die anderen. Trefft mich danach hinter dem Weinberg. Ich möchte hier nur so lange bleiben, wie ich erwünscht bin. Es scheint, dass ihr und Tableau euch seit unserem letzten Treffen schrecklich nahe gekommen seid. Vielleicht waren wir das, doch jetzt gehen wir wieder getrennte Wege. Dass sie mich als Bekannten erwählte, war immer eine fragwürdige Entscheidung, aber doch in weiten Teilen akzeptiert, als sie zum Haus der Träumereien gehörte. Als sie dann eine Gönnerin bekam, kam es mir klüger vor, wieder zu gehen. Wie ging es Tableau denn damit? Sie wurde übertrieben gefühlsduselig, aber es ist trotzdem am besten so. Eine bekannte Künstlerin genießt auf Sommersend ein hohes Ansehen.
Sie dürfte sich niemals mit einem Rülkind sehen lassen. Ich kam heute Nacht nur aus Sorge um ihre Sicherheit hierher. Sobald das geklärt ist, mache ich mich wieder auf den Weg. Das klingt, als ob ihr euch noch um sie sorgt. Meine Absichten sind durch und durch ehrenhaft, das versichere ich euch. Ich könnte doch auf keinen Fall romantische Gefühle für sie hegen. Meines Standes wegen. Tableau ist nur eine der wenigen mehr, die ich als Freund bezeichnen würde. Das Mindeste, was ich tun kann, ist, für ihre Sicherheit zu sorgen. Ja, gut. Dann gehen wir doch mal besuchen. Der lässt sich gar nicht ansprechen. Oleanderküste. Oho. Hallo? Die sieht sehr verdächtig aus. Die sieht so wichtig aus. Merkwürdig. Ich erinnere mich nicht daran, euch auf der Gästeliste gesehen zu haben. Ich bin eine Freundin von Tableau. Ich würde sie gerne sehen. Welchen Beweis habt ihr dafür? Ihr seid nun schon der 15. Freund von ihr, der heute aus dem Unterholz gekrochen kommt. Ich wusste ja gar nicht, dass sie derart gute Verbindungen hatte, bis sie ihr Debüt als Alinors neueste Künstlerin gab. Manaka schickt mich. Wissen ihre anderen Freunde von ihm? Vielleicht kennt ihr sie wirklich. Sie ist in dem Zimmer oben und bereitet sich vor. Würdet ihr euch bitte nützlich machen und ihr Bescheid geben, dass sie runterkommt? Ich möchte nicht, dass sie zu spät zu ihrem eigenen Debüt kommt. Ich werde nach oben gehen und mit ihr sprechen. Für eine derart herausragende Künstlerin hat Tableau offenkundig eine breite Palette an Freunden. Mögen die Sterne davor sein, dass diese Verbindung eines Tages ihrem Debüt in die Quere kommen. Ihren Bühnennamen zu behalten ist eine Sache, aber ihre Bekanntschaften von zweifelhaftem Ruf, die sind eine ganz andere. Gesellschaft wie Manaka? Ihr kennt den Hulkünd also auch? Nun, er ist trotz seines Status recht beliebt. Ich habe Tableau den Umgang mit Manaka nie verboten, doch er scheint seinen Platz zu kennen. Dass er dieses Debüt stören könnte, ist allerdings eine andere Sache. Ist das also der Grund, warum Manaka nicht hereingelassen wurde? Tableau verspürt des Öfteren überflüssige Gefühlsregungen. Als ihre Gönnerin obliegt es mir, sie in die Welt der Elite einzuführen. Manchmal heißt das, genau solche Entscheidungen zu treffen. Ich glaube ganz sicher nicht, dass ich erklären muss, warum Manaka keine passende Gesellschaft ist. Hasst ihr ihn wirklich so sehr? Ihn hassen? Nein. Vielmehr bemitleide ich ihn. Denn einen Meer ohne Familie kann man nicht mehr wirklich als Meer betrachten. Auf Sommersend ist sein Fall noch tiefer. Er ist wirklich nichts. Ein fehlerbehaftetes Kind, das niemals etwas anderes werden kann. Was meintet ihr in Bezug auf Tableaus Künstlernamen? Hattet ihr wirklich gedacht, dass Tableau ihr richtiger Name ist? Oh je, natürlich nicht. Alle im Haus der Träumereien tragen komische Künstlernamen. Sowas wie Kichern, Glotzauge, solche Sachen eben. Eine ziemlich ungeheuerliche Eigenart, wie ich schon sagen muss. Und sie behalten ihre Künstlernamen üblicherweise nicht, wenn sie die Truppe verlassen? Natürlich tun sie das nicht. Wer würde denn jemanden namens Glotzauge schon ernst nehmen? Aber bei Tableau klappt das. Sie ist schließlich Künstlerin. Eine gewisse Aura des Geheimnisvollen ist da sehr nützlich. Wenn man weiß, wie man so etwas verkauft. Tja. Wie geht denn der denn da hinten? Krass. Gut, muss ich wohl nach oben gehen, ne? Ja, gehen wir nach oben. Uiuiui. Ist auch schon wieder so eine Art Labyrinth hier. Zettel. An den niederträchtigen Manaka. Eure Taten haben eine Person zu viel erzürnt und jetzt werdet ihr bezahlen. Wir haben Tableau in unserem garstigen Clown. Wenn euch etwas an ihr liegt, hinterlegt 10.000 Goldmünzen beim Ork. Groom, der euch in Alinors gesetzlosen Unterschlupf erwartet. Ihr habt vor, neugierigen Augen mitzuschicken? Dann stechen wir unsererseits Tableau die Augen aus. Eure gemeinen Gegenspieler, die Schwarzdrosseln. Ich ertrage das nicht mehr. Was hält euch denn nur so lange? Oh je.
Oh nein! Boah, ich krass. Ich bin ruiniert. Ein Zettel. Ich bin das Gespött ganz Alinors. Naja, brauchst auch. Atmest du noch? Haben wir nicht gesehen. Irgendwie sterben die Leute hier viel zu schnell. Dabei tue ich doch gar nichts. Oh Mann. Ich bin mit Fluch belegt.